Wir haben da zum Beispiel in unserer Ausgangstabelle hatten wir zum Beispiel Einzahlung, weiß ich jetzt nicht mehr, 2000, ja, Auszahlung 700, Einzahlungsüberschuss 1300. Was unterstellen wir hier? Wir unterstellen, dass, das war im Jahr 2, ja, dass im Januar des Jahres 2 nichts passiert. Im Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November passiert nichts. Am 1. Dezember passiert auch noch nichts. Am 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. passiert auch nichts. Bis zum 30. Dezember passiert überhaupt gar nichts. Am 31. Dezember des Jahres 2 kommt die Einzahlung komplett in einer Summe und die Auszahlung und bildet den Einzahlungsüberschuss. Da kommen also, ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, ich glaube 2000 Euro Einzahlung, ja, und dann 700 Euro Auszahlung, 1300 Euro Einzahlungsüberschuss. Das ist die Unterstellung. Alle Zahlungen zum Periodenende, weil die dynamischen Verfahren sind nämlich verdammte Heuchler. Warum? Weil sie sagen, die statischen Verfahren sind böse, 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 die berücksichtigen ja nicht den zeitlichen Anfall der Zahlung. Wir als dynamische Verfahren tun das. Ja, ihr verdammten Lügner, ihr tut es ja nur so ungefähr. Denn eigentlich müsstet ihr unterjährig verzinsen. Ihr müsstet unterstellen, das eine ist am 13. März und das andere ist am 25. April. Das geht, mathematisch geht das. Ja, ist im Kapitalwert bloß zu viel Arbeit, macht er nicht. Ja, also auch das ist wieder so eine Halbwahrheit. Ja, wir unterstellen zwar den zeitlichen Anfall der Zahlung und berücksichtigen das, aber bitte immer nur zum Jahresende, damit wir immer sauber für ein, zwei oder drei Jahre, also für komplette Jahre abzinsen können und nicht unterjährig verzinsen müssen. Ja, da ist man dann doch wieder nicht so ganz genau, ja, sondern doch wieder so ungefähr.